Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro. Part 20 mittlerweile. Wow. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eher gedacht hätte, dass die Videos bzw. die Parts eine höhere Anzahl erreichen würden oder ob ich erwartet hätte, dass ich mittlerweile fertig bin. Aber gut, ich habe mir auch das als ein Wochenendprojekt rausgesucht, wobei das irgendwie auch wieder hinfällig ist geführt. Ich will ja nicht negativ klingen, aber es ist halt, ob ich es jetzt... Ja, das war ganz geschickt. Da ist übrigens unser großer Freund, der Riesenkarpfen. Der taucht allerdings erstmal da unten ab. Da wollen wir gleich lang. Tatsächlich nicht jetzt, aber dem folgen wir gleich tatsächlich. Was wollte ich gesagt haben? Eigentlich wollte ich was Sinnvolles gesagt haben. Gut, es ist ein Wochenendprojekt geworden. Aber ob ich es jetzt immer nur als Wochenendprojekt hochlade oder nicht, im Endeffekt tut sich da viewtechnisch nichts, sagen wir es mal so. Also ich glaube nicht, dass jetzt mehr oder weniger Leute zugucken, als wenn ich es ganz normal hochgeladen hätte. Das Interesse ist halt entweder da oder nicht. Naja. Unabhängig davon haben wir jetzt beim letzten Mal uns so gesehen den See freigespielt. Also ich kann jetzt hier schwimmen gehen, wie ich will, solange ich will. Und hier haben wir, ich glaube, sogar doppelt Kompose. Aber ja, es sind die doppelt Kompose. Wodurch bin ich gestorben? Ihr habt es gesehen, durch Grauen. Nur durch Grauen. Und wenn ich so weitermache, sterbe ich auch nochmal durch Grauen. Das wollen wir vielleicht nicht unbedingt, deswegen sorgen wir mal dafür, dass das zwangsweise passiert. Das wäre zumindest mein Vorschlag, aber so wie ich mich hier gerade teilweise verhalte, wird da nichts draus, aus dem nicht durch Grauen sterben. Aber ja, ich bleib dabei, die Unterwasser-Kopflosen sind die einfachsten Kopflosen, die es gibt. Yasharikus Geiststurz, gefallener kopfloser Geist von Yashariku. Opfere kurz seine maximale Vitalität und Haltung, um deine Angriffskraft immens ansteigen zu lassen. Kann durch Geistprobleme wiederholt genutzt werden. Die Kopflosen sind die ruinierte Form korrumpierter Helden, die einst für ihr Land kämpften. Der Zwillingsbruder dieser tapferen Seele starb bei der Geburt. Und an seiner Seite wäre er vielleicht niemals gefallen. Ja, das ist die interessante, offensichtliche Erklärung, warum es zwei gibt. Dann haben wir das hier. Schatzkarpfen. Schatzkarpfenschuppen, eigentlich geht es mir um dieses riesige Skelett von, ich meine, das soll tatsächlich dem großen Schatzkarpfen sein, was uns sagt, dass es mehr als einen Schatzkarpfen gab. Interessant ist allerdings, dass das Skelett auch eher menschliche Zähne hat. Was das für Raupen oder was auch immer da sein soll, das weiß ich allerdings wiederum nicht. Ob das eine tiefere Bedeutung hat oder nicht, das ist mir aber auch eigentlich egal. Kann mir natürlich gerne jeder erzählen, was da abgeht, warum da Raupen dran sind, ob es da irgendeine Lore für gibt, warum Raupen an dem Ding hängen. Habe ich jetzt oft genug das Wort Raupen gesagt? Ich hoffe mal ja. Hier erhalten wir noch einen wertvollen Köder, den wir später noch einsetzen können. Ziel des Videos wird es wahrscheinlich sein, das Spiel nochmal so ein bisschen voranzutreiben, also den Drachengott zu finden, um den es hier tatsächlich gehen soll. Das ist zumindest das, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Nein, den da. Ja, weg ist er. Doof. Dafür ganz viele andere Fische. Tödliche Fische. Roter Klumpen, gut, okay, nehmen wir. Und je mehr Fische ich hinterher erledigt habe, desto besser.
Ja, unter Wasser eben, ne? Ihr merkt schon, richtige Action. Ein paar Geldbeutel, Magnetitschrot, Schrot, Schrott, Schrott, Schrot. Das war die Brücke, aus der der Karpfen ein Stück rausgebissen hat, falls sich dafür jemand interessiert. Das ist unglaubliche Lore hier, ne? Kann man denn auch die Brücke ansehen, aus der er ein Stück rausgebissen hat? Ja, das kann man. Nein, nein! Ja, das wird jetzt halt das witzige Video, in dem ich versuche, witzigerweise witzige Karpfen zu ermorden. Ja, witzig, witzig. Es dauert immer eine Weile, bis die respawnen. Das ist das größte Problem dabei eigentlich. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich natürlich nicht. Klar, logisch. Ich wollte gerade fragen, ob ich nicht einfach einen Shuriken werfen kann, aber das Problem ist, dass ich Unterwasserkontrolle habe. Das heißt, mit R2 tauche ich unter und werfe keine Shuriken oder sonstige Sachen. Spawnen jetzt mal bitte. Oh, Fische. So, bitte, respawn doch mal endlich. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, Fische. Denn ich bin unter Wasser, ein kleiner Ninja. So ganz allein. Oh, Fische. Tja. Also Nähe zu den Gegnern hat keinerlei Bedeutung, was das Respawn angeht. Tatsächlich das nur mal so an nebenbei, denn ich habe schon. Ah, perfekt. Ich habe schon förmlich auf dem Spawnpunkt mal gehangen, um meinen Fisch zu holen. Okay. Den ersten haben wir. Der zweite wird vorher verschwunden sein, macht aber nichts. Aber ist das noch einer, den ich vorher nicht gesehen habe? Jo. Ah! Okay, ich hab ihn. Fand das allerdings sehr merkwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da gerade noch einer war. Während ich jetzt mit dem rumgetollt habe, da gerade. Und da ist noch einer. Das könnte der gewesen sein. Ich habe aber auch nicht wirklich mitgezählt, ob ich jetzt tatsächlich so langsam jeden Schatzkarpfen habe. Das ist mir auch relativ egal. Nein, 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 nein. Ja, noch Flieter. Fliehen ist okay. Alter, what the frick? Das war eine lange Flucht, aber ich würde dich jetzt gerne einfach nur erdolchen. Ich will doch nichts Unglaubliches. Ich will da nur jemanden umbringen. Also dieser jemand soll ein Fisch sein. Bin nicht sicher, ob das jetzt besser ist, wenn ich X drücke, um so komisch hoch zu paddeln. Oder ob einfach L2 gedrückt halten besser ist. Also prinzipiell eigentlich nur schneller. Da ist noch ein Fisch. Den haben wir wenigstens. Das war dann der erste, den ich gesehen habe, der abgehauen ist. So. Jetzt müsste aber hier gleich nochmal einer spawnen. Hoffe ich doch mal. Ich glaube, das ist derselbe Fisch, der mir damals schon Probleme gemacht hat. Super. Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, es waren alle. Wenn nicht, soll es mir allerdings auch egal sein. So, das Eigentliche, was wir tun sollen, ist dem großen Karpfen folgen, tatsächlich. Jetzt muss ich mich nur orientieren, damit ich auch den Weg finde, dem großen Karpfen zu folgen. Was ich damit jetzt wenigstens offiziell erfolgreich gemacht habe. Wir sollen ihnen halt in diese Höhle folgen. Und dann ist es so ein Ding aller, theoretisch sollen wir uns vor ihm verstecken. Das halte ich für ziemlich unwichtig, aber man kann auch gegen ihn kämpfen. Das ist wohl auch eine Option, die es geben soll. Aber
Es war ein bösartiger Treffer, soll mir aber egal sein. Ich suche eigentlich gerade den Ausgang. Der glaube ich tatsächlich da unten ist. Okay. Da ist. Er rennt sich zwar den Kopf daran ein, aber das soll mir egal sein. Ist ja nur ein Fisch. die Sidequests mit dem großen Fisch, auch die werden wir noch machen. Keine Sorge. Aber dazu dann später mehr, wenn wir sie denn tatsächlich machen. Lasst euch halt einfach gesagt sein, da ist eine Sidequest mit dem großen Karpfen, um die wir uns später kümmern können. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir wieder geheilt sind, eine neue Buddha-Statue gefunden haben und glücklich und zufrieden sind, so mehr oder minder. Sonst geht's euch hier gut, alles cool. Danke. Keine Ahnung, was hier abgeht und was ich unterbrochen habe, aber naja, war schön hier. War sehr, sehr schön hier. Ja, das ist die Tür, die wir beim letzten Mal nicht öffnen konnten, als ich so ein bisschen Reißaus vor anderen weggenommen habe. Von daher, so kommen wir da hin. Und wenn ich mich richtig entsinne, müsste eigentlich da so ein... Genau. Der Haken sein. Hier gibt es sogar interessanterweise weiße Geckos. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja, so geht's auch. Für uns ist wichtig, wir sind jetzt an einer anderen Buddha-Statue angelangt. Wichtig würde ich übrigens in Quotation Mark setzen, ne? Das ist wieder dieses wichtig. Hier ist allerdings der zweite... Mo! Der zweite von zwei Schatzkarpfen-Schuppenhändler, wenn man so will. Mo, onushi, koi no uroko o shiran kae? Miya-sama no takara goi no totui uroko. Sore o moteba, zonbun ni hobi o torasou zo. Also, ja, auch ein netter Herr. Auch er hat ein Maskenfragment, was wir ihm abkaufen. Und interessanterweise hat er Lapis Lazuli. Und zwar zwei Stück. Davon kann ich jetzt gerade nur eins holen, aber ist erstmal egal. No, onushi yo. Moshi doko ka de ware to onaji tsubo ni au koto ga attemo, aya tsubo negai chikanu de okure ya. あれは一族の恥物。己のため、主の恋様を牺牲とした大逆の罪人よ。礼をし、また売ろう。 Ja, so ist das. Der andere ist voll doof. Und den hier finden wir viel besser. Naja. Nicht wirklich, aber so gesehen. Darum geht's. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alle Fragmente gehabt? Oder fehlt hier mir eins, weil ich es nicht gekauft habe? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wichtige Objekte. Relikte, Perlen, Schlüssel. Blablabla. Hast du überhaupt hier drunter? Ja. Oh, ich habe nur das Maskenfragment links geholt. Guck an. Dann muss ich mich noch mit anderen Sachen beschäftigen. Guck an, guck an. Ist allerdings auch erstmal nicht ganz so schlimm und oder wichtig. Palastgelände oben, das ist erstmal unsere Anlaufstelle. Für alles Wichtige und Witzige oder so ähnlich. Es sei gesagt, wenn wir das, was ich jetzt mache, naja, jetzt machen, also... die Drachentränen besorgen, um die es eigentlich geht.
dann wird nochmal in Ashina ein bisschen was passieren. Also sie hat sie umgebracht, ja. Kono, Kono! Yokumo, Yokumo hakari otta no. Nani ga kizoku no mono ka, eien na mono ka. Kaese, chichi o, dousama o kaese! Okay. Ja, sowas gibt's hier auch. Mit sowas meine ich alte Frauen, die komische Nebeladlige abschlachten. Das Gemeine ist theoretisch, dass sie mir so die Chance nimmt, einfach XP zu kriegen, aber ich verzeih's ihr mal. So. Ihr habt es gerade gesehen, da war der Kürbissamen. Das ist der letzte Kürbissamen im Spiel. Wenn ihr also meiner glorreichen Führung gefolgt seid, dann werdet ihr an dieser Stelle im Spiel die 10 von 10 Kürbissamen haben. Beziehungsweise wir haben mit was einem angefangen tatsächlich. Also die 9 von 9 Kürbissamen und die 10 von 10 Füllungen so gesehen. Ah, hier blitzt es so ein bisschen. Und ganz ehrlich, so wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, werde ich es wieder machen. Da sind Gegner. Es ist schön und ist toll und alles töpfte, aber naja. Ja. Einfach resetten und gut ist. Soweit ich weiß, ist hier auch nichts in dem Gebiet. Ich habe es einmal, glaube ich, abgesucht. Einmal hat gereicht. Hier ist nicht großartig was. Die Blitze sind zur Deko da im Prinzip. Und hier haben wir zumindest jemanden. Ich weiß nicht, wen oder was. Aber wir können hier beten. Das ist das Wichtige. Es könnte auch Takiru sein. Das weiß ich nicht. Das sieht nämlich aus wie unser Kuro, nur mit einer anderen Haarfarbe und so. Aber ich weiß nicht, ob es da auch wieder... Ist auch wieder diese Sache. Gibt es dafür Lore? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Es gibt Lore für alles. Aber ja, wenn wir hier beten, dann kommen wir tatsächlich zu unserem Zielpunkt. Dann kann man doch froh sein, dass wir eine Shinobi-Prothese haben, ne? Die vernünftige Fingernagel. Stell dir mal vor, wir könnten... Das finde ich übrigens immer noch eher, also nicht creepy vom Design her, aber... Das ist unser nächster Bosskampf! Yay! Ich glaube, nachdem ich den Vater da geschafft habe, sollte ich alles schaffen. Das ist der alte Drache des Baums. Dafür gibt es ein paar, wie man sieht. Richtig Schaden nehmen sie, glaube ich, nur, wenn wir sie alle nacheinander umbringen. Das Gute ist, dass sie jedes Mal mir einen Todesstoß geben. Das heißt, ich kriege im Prinzip jedes Mal wieder Gesundheit und Haltung zurück, wobei Gesundheit hier interessanter ist. Naja, das machen wir jetzt halt ein Weilchen. Wenigstens ist die Umgebung schön. Aha. Ja, schade. Ich hatte gehofft, ich hätte jetzt weniger Schaden gekriegt, weil ich gerade in dem Moment einen von ihnen erdolcht hatte, aber naja. Man kann ja nicht alles haben, ne?
Hier haben wir jetzt eine andere Version von denen, nämlich rote. Keine Ahnung, was die ausmacht, ich weiß es nicht mehr. Es ist ja auch kein allzu interessanter oder schwerer Kampf oder sowas. Na, eigentlich wollte ich weglaufen, weil ich genau gesehen habe, dass sie wieder anfangen mit Räumen. Aber, es wäre schön, wenn ich den mal anvisieren könnte, aber kriege ich das gerade nicht geschissen. Ich weiß auch nicht, ob so ein Ding ist, dass es einen echten gibt oder so. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich mich habe vergessen, was ich da mache. Nichts. Au. Er hat mich gehauen. Das ist Sauerei. Haben die sich gerade die Köpfe gestoßen? Und so ist eine böse Sache, aber kann mir auch egal sein. Ich glaube, es geht tatsächlich nur darum, die Weißen zu erledigen, dann passt das. Und das sollten wir jetzt gerade gemacht haben. Haha! Ich musste mich nicht einmal heilen. Ich bin so gut. Ich kotze gleich. Nein. Jetzt so, boah, scheiße. Dann halt anders. Und so erwacht das große Kerlchen da. Das erste, was er machen wird, ist uns wegwehen. Was nicht weiter schlimm ist. Was wir machen wollen, ist im Prinzip hier drauf landen. Da drauf landen, das bleibt trotzdem bestehen. Oh wow. Uns dann in diese Blitze reinsetzen, um eigen. Wow. Okay, das ist mir tatsächlich beim ersten Mal spielen nicht passiert. Ist aber egal. Ich darf ja auch mal Mist bauen, ne? Nein. Es ist kein schwerer Bosskampf, aber ist egal. Das sage ich ja heutzutage über so vieles und krieg dann halt auch die Fresse ab. What? What? Okay. Aber nee. Ich bin mir nicht sicher, warum da jetzt gerade ein Blitz in mich eingeschlagen ist. Obwohl ich den Blitz auf ihn geschleudert hatte. Ist egal. Punkt bleibt bestehen, kein schwerer Bosskampf. Eigentlich total unnötig, dass ich jetzt gerade gestorben bin. Und macht mich eher knurrig als sonst was, weil das ist gerade lächerlich gewesen. Egal! Scheißegal, noch einen für den Death Counter. Juhu. Ich verstehe ihn nicht, aber ist egal. Manchmal sind Tode sehr, sehr merkwürdig und das ist einer davon. Einfach rein und einfach schnibbeln hier und das. Schön, das ein Stereo auf den Ohren zu haben.
diese rumkeuchenden alten Baumdinger. Nee, nee, nee. Bin ich gerade so leicht genervt halt. Es tut mir ja leid, aber... Das ist so ein Bosskampf, der dürfte eigentlich so nicht mit Sterben betucht sein, aber hey. Kann ja mal eine Runde sterben bei dem einfachsten Boss im Spiel. Wenn man mich fragt, zumindest ist das der einfachste Boss im Spiel. Also abgesehen von dem Nebelartigen, der an Boss zählte. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Den zähle ich insofern auch gar nicht, weil das ist ja, ne, der Nebeladlige als Boss, ja. Das waren noch Zeiten. So. Trotzdem, das nervt mich gerade. Dammit! So. Ich meine, wenn ich mich dabei treffen lasse, das ist halt wieder was anderes, das ist klar, aber... Eigentlich ist das halt nichts. Sich hinhangeln, Blitze schleudern und gut ist... Deswegen weiß ich nicht, wie ich da gerade gestorben bin. Oder beziehungsweise warum diese eine Blitzschlagvolle Kanne nicht reingekracht ist. Das ist halt die eigentliche Frage, die sich mir stellte. Naja, egal. Ja, das kann er halt auch, damit wir springen müssen. Aber naja. Jetzt sollen wir was ganz anderes machen. Abgesehen von schräg laufen. Und drüber springen. Und drüber springen. Aber hey, drüber springen ist auch überbewertet. Ich glaube, ich hätte gar nicht so nah an ihn rangehen sollen, aber ist egal. Anvisiert wäre tatsächlich. Wir sollen da jetzt rein. In diesen Wirbelsturm, glaube ich zumindest. Erinnere ich mich gerade falsch? Kann auch sein. Na, wahrscheinlich erinnere ich mich gerade falsch. Ja, wahrscheinlich erinnere ich mich gerade falsch. Sehr wahrscheinlich, ich habe mich gerade falsch erinnert. Genau, es geht jetzt immer schön höher. Oh, und das war jetzt falsch gezielt von mir. Aber ja. Eigentlich sollen wir auf die Bäume hoch und den Blitz direkt in ihn reinfahren lassen. Naja, gerade Ziel ausgewichen wieder von mir. Gerade deswegen sage ich ja, der Kampf ist nicht schwer. Ich habe nur zu sehr auf R1 gehämmert. Und in dem Moment, wo wir ihn getroffen haben, können wir auf sein Schwert, was ich ziemlich cool finde, und den letzten Schlag ausführen. Keine Ahnung, wie ich gestorben bin. Ist alles um ein paar Tropfen
Drachenblut zu, beziehungsweise Drachentränen zu kriegen. Gütiges Geschenk der Tränen. Ja, der arme Drache, malträtiert von uns, verprügelt, mit Blitzen beschossen. Gütiges Geschenk der Himmel. Ja, es war mächtig nett von ihm, dass er gesagt hat, hier hast du. Moment hat er gar nicht. Oh, snap. Ihr wisst, was ich meine. Das ist echt... Das ist echt merkwürdig. Ich bleib dabei. Ist aber egal, das hat zumindest funktioniert und gut ist. Gut. Das heißt, jetzt gibt es noch zwei Boss-Erinnerungen, die wir holen können. Glaube ich, zwei? Nein. Bin mir nicht mehr sicher. Naja, der göttliche Drache als alte Gottheit des immerblühenden Baums. Und die göttlichen Drachentränen, Tränen des göttlichen Drachen. Nur die sterbliche Klinge kann das gütige Geschenk der Tränen gewähren. Der Körper des göttlichen Drachen ist ewig und seine Tränen wahren nach dem Vergießen für alle Ewigkeit ihre Form und Feuchtigkeit. Wenn ein Träger des Drachenerbes sie verzehrt, wird die Aufhebung der Sterblichkeit vollzogen. Ja, und das ist, ziemlich sicher, dass das Ishin ist. Ishin-sama, nani ga atta? Ishin-sama wa yamai ni te mimakarare mashita. So ka. それを察知したのでしょう。ナイフの軍がその木に乗じ、この城に攻め寄せています。巫女様は？これを。Wir erhalten den geheimen Durchgangsschlüssel. Der Schlüssel zum geheimen Durchgang aus der Ashina-Burg. Der geheime Durchgang ist am Ende des Grabens in der Ashina-Talsperre unweit des Mondblick-Turmes. Kuro ist durch den Gang aus der Burg entkommen und der Wolf will dort zu ihm stoßen. Kono Kagi. Miko-sama wa jōgai e no nuke-yana ka? Hai, Okami-dono. Tsukimiro ga aru mizu no te kuruwa no hori. Sono shūtan ni aru nuke-yana ni mukatte kudasai. Kuro-sama wa sono nuke-yana kara jōgai e dashi, Susuki-no-hara de anata o matte iru hazu. Wakatta.一心様の命にて、ヨタカの衆が目印の狼を屋根上に置いています。ヨタカの狼を辿り、クロ様を追ってください。クロ様は月ススキ一心ヨタカ。なんだ。クロ様が人となる。それを祈っております。クロ様が人となる。それを祈っております。Gut, das auch geklärt. Okay. Upsa. So, ah, ja. Jetzt ist im Prinzip das letzte Kapitel angebrochen. Tatsächlich. Aber erstmal die Angriffskraft verbessern durch den göttlichen Drachen. Der göttliche Drache ist ein Gott in Drachengestalt. Genius. Er kam einst aus dem Westen und ließ sich in diesem Land nieder. Ein Teil von Ashina ist sehr alt. Der Boden und das Wasser in diesem Land überzeugten den Drachen, hier zu leben. Und dann kam so ein einsamer Ninja und hat ihm erstmal volle Kanne den Trink an den Hals zerfetzt. Upsi! Okay. Jetzt haben wir noch so ein bisschen was wir so nebenbei erledigen können. Und steht jedenfalls mit besagtem Schlüssel der Weg zum Ende offen. Wir brauchen allerdings noch drei Gebetsperlen, die sind jetzt offiziell da. Es gibt einen optionalen, man müsste sagen optionalen Boss, richtigen Boss, weil er uns auch noch eine Erinnerung geben wird. Er sieht echt so aus, als würde er nur pennen, ne? Es gibt drei Minibosse, die wir noch bekämpfen müssen für die Gebetsperlen. Ein bisschen drumherum, Sidequest-technisch, vor allen Dingen auch
wegen den Schatzkarten. Ich hasse dich. Vielleicht sollte ich das öfter sagen. Ich hasse dich. Zack, boom, bang, kaputt. So läuft das. Zum einen können wir, wie gesagt, jetzt dieses Getränk abgeben gehen, was wir bekommen haben. Diese adligen Nummer da. Ich häng an dem Typen fest. Das war irgendwie recht unglücklich, aber ist egal. So. Das war zwar jetzt nicht Sinn der Sache, dass ich hier, naja, Gegner umniete, als gäbe es keinen Morgen oder so ähnlich, aber ist egal. So, hallo, guter Mann. Oh, skite shimota. Yahari kono mizu demo usui. Kore de wa toke kirenu. Miyakobito ni nari kirenu. おお、都の水で亀を満たさねば。波波、波波。 どうか、どうか、松座にお加えください。おい、これをやろう。おお、これは尊き香りなり。 止めいただける松座に加えていただける。ようよ、ようよ。なあ、そなたにこれを信ぜよ。 Und dann erhalten wir als Dank den Drachenquell Sake. Yay! Scharaba, Nyokuse! Ich hoffe wirklich, dass ich beim Trinken nicht so klinge, aber ist okay. Das fände ich dann tatsächlich sehr unappetitlich. Und wenn wir jetzt uns zurückziehen, so gesehen einmal rasten, aber ob ich jetzt raste oder mich zurückteleportiere und denselben Mist nochmal mache, dann... Ich weiß übrigens nicht, ob das auf... Also dieser Text da gerade auf das abzielt, was ich als Boss verstehen würde. Aber egal. Wenn wir jetzt zurückgehen, nachdem wir ihm das Wasser gegeben haben. Und jetzt pass auf, jetzt werde ich von diesem Typen auf der Brücke eiskalt abgemurkst. Ich warte da nur drauf. Das wäre so typisch. Ja, das das ist schon hart an dem, was ich gerade gesagt habe, dran. Ne? Oh mein Gott. Ich liebe es. So hin und wieder bin ich ein richtiger Meister in dem Spiel und dann habe ich... Oh meine Fresse, solche Momente auch wieder drin.
Also mit Meister meine ich tatsächlich nur, es läuft manchmal so richtig gut, ne? Ich kann da durchlaufen, parier wie so ein junger Gott und alles ist Töfte und dann gibt es so Momente, wo einfach gar nichts funktioniert, wie es funktionieren soll und ich halt eiskalt abgemurkst werde. Das ist irgendwie ist das jedes Mal so. Naja, ist egal. Falschkacke. Könntest du aufhören damit? Einmal wegschubsen hier. Oh Mann. Auch halt wieder so absolut nicht das, was ich gerade haben wollte, aber ne? Es passiert. So, wenn wir zurückkommen, dann ist er einer dieser komischen Nebeladligen geworden. Und den wiederum können wir einfach abmurksen und ja halt einen Schatzkarten schuppen. Und zwar 5 Stück. Ja, 5 Stück ist schon eine Menge. Die ich jetzt entweder für Lapis Lazuli ausgeben kann. Oder für die andere Maske scheinbar, weil ich die auch nicht geholt habe. So wie es ja aussah. Das gemacht. Diese Sidequest insofern abgeschlossen. Ich nenne es jetzt einfach mal Sidequest. Immerhin musste ich ein Quest-Item da hinbringen, um das zu machen. Es ist eine Sidequest. Nebenaktivität. Gut. 41. Wie fülle ich dieses Video damit, dass ich so anfühle, als hätte ich was gemacht, sagt er, obwohl er gerade einen Drachengott erledigt hat. Jetzt muss ich allerdings tatsächlich erstmal gucken. Na, ihr seht, Ashinaburg ist halt wieder dasselbe wie früher. Jetzt kommt man wieder nirgendwo hin. Ein anderes Problem ist, dass wir von dem maroden Tempel auch nirgendwo mehr hinkommen. Soweit ich mich erinnere. Also, wenn man bestimmte Sachen sehen will, da muss man von hier nach irgendwo hinlaufen. Das ist immer so ein kleines Problemchen. Gehen wir einfach erstmal hier rein. Es ist erstmal relativ egal, wie rum ich das mache. Wir probieren es einfach mal von da. Wisst ihr, dass ich mich tatsächlich so ein bisschen drauf freue, nochmal Sekiro für mich selber zu spielen, tatsächlich. Die anderen Enden einfach zu holen und dabei nochmal alles aufzudecken und so mächtig zu werden, wie ich kann. Oder im New Game Plus mir den Arsch versohlen zu lassen. Irgendwie freue ich mich drauf. Ich meine, ja, das ist jetzt das zweite Mal und ich mache ja nicht viel anderes, als mit euch dabei zu reden. Und das Problem ist, dadurch, dass ich rede, bin ich immer unkonzentrierter. Hat man ja gemerkt. Da hört dann irgendwann meine Fähigkeit zu reden doch auf und statt mit euch zu reden, verfalle ich in Schweigen, in der Hoffnung, nicht umgebracht zu werden. 5000. Die habe ich gekauft, aber 5000, die brauche ich dann auch nochmal irgendwann. Gut, man kann auch göttliches Konfetti beim Kaufen gucken. 5000. Ich hätte gerade 1900 dazu. Das lohnt sich noch nicht. Kann man aber später farmen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Na, also, von hier aus kommen wir zum Beispiel nicht mehr da rein. Allerdings könnte ich, wenn ich eh schon mal hier bin... Hatte ich gegen den gekämpft? Ich bin mir nicht mehr sicher. Bin ich überhaupt richtig? Glaube nicht. Dang it. Das ist, glaube ich, der andere Eingang, den ich suche. Kann das sein? Ich glaube, ja. Naja, ist erstmal egal. Dann machen wir das hier erstmal. Ich glaube, dafür ist der mehr oder minder ganz gut. Na, wir haben noch ein paar Mini-Gegner. Mini-Bosse. Auch welche, die keine Perle geben, sondern anderes Zeug. Wenn überhaupt. Ich erinnere mich da nur sehr dunkel dran. Wir haben noch... Ich glaube, einen Kopflosen. Einen Kopflosen müssen wir noch erledigen. Ein oder zwei Shishimen-Krieger. Auf die ich ja so abartig gar keine Lust drauf habe. Hallo Leute. Die alle sofort so, ah, da ist einer.
Da sollten wir mal hingehen. Und ich so, ja, nee, lass mal gut sein. Das gibt Fallschaden, ist aber egal. Ja, oder auch nicht. Kein Fallschaden ist auch mal gut. Da drüben ist der Shishimen-Krieger, von dem ich geredet habe. Sagt man das so? Shishimen? Keine Ahnung. Was ihr nicht vergessen solltet, ist halt göttliches Konfetti. Ansonsten würdet ihr dem auch mal wieder keinen großartigen Schaden zufügen. Au. Ja, und das ist das andere. Ich mag diesen Krieger hier überhaupt nicht. Vor allen Dingen lasse ich mich gerade selten dämlich von dem treffen, aber das ist nicht das Problem, warum ich den nicht leiden kann. Nur das Problem ist, jedes Mal, wenn wir dieses Klong machen, dann wechselt er die Seiten. So. Da ist gerade mein göttliches Konfetti ausgegangen, das ist nicht gut. Naja, ich mag den Shishimen-Krieger einfach nicht. Aber das soll halt meine Sorge sein. Es ist halt nur jedes Mal, wenn man dieses Ding hört, denke ich mir, toll, und wieder die Seiten wechseln. Dann lasse ich mich wieder so dämlich treffen und denke mir, toll. Ah, noch dem ich hab treffen lassen. Ah, wechselt er wieder die Seiten, okay. Dann wieder drumherum, yay. Ich hasse das. Dabei macht er halt nichts wirklich Schlimmes, aber es ist halt so viel drumherum und lauft da wieder hin und dann hat man diese Dinger da irgendwie noch im Weg und könnte ich mich bitte heilen. Das war ja unbedingt nötig, ne? Nein. Ja. Ich hasse sie. Wir halten das Stückchen Lapis Lazuli von ihm. Kostbarer himmelblauer Lazulit für die hochwertigsten Prothesenmodulverbesserungen. Urquell Lazulit symbolisiert Ewigkeit. Was damit geschmiedet wird, wird dank des Segens des göttlichen Drachens nicht brechen oder rosten. Module mit Lazulit übersteigen den menschlichen Intellekt und sind Schätze des göttlichen Drachen. Insofern ist das halt eine gute Sache, dass wir uns das geholt haben. Leiden kann ich diesen Gegner trotzdem nicht. Wird sich wahrscheinlich auch erstmal nicht ändern. Ich kann das einfach nicht haben. Das ist dem ich hinterherjagen dabei, das ist... Ich hatte für einen Moment gedacht, ich hätte ihn... vorher getroffen. Na egal. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen will. Ich will nur sagen, dass ich erwartet habe, dass ich ihn anders getroffen hätte. Naja. Ist auch erstmal wurscht. Holen wir uns erstmal ein paar Geldbeutel. Das ist gut, damit ich das letzte Maskenteil kaufen kann. Wenn je weniger Geld ich hinterher fahren muss, desto dankbarer bin ich dafür. Aber es kommt auch darauf an, was ich noch mit den Prothesen machen möchte, wie viel ich da noch Farm haben werde. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch. Ich weiß gar nicht, wie ich da dran kam.
von ihr überhaupt da dran kam. Keine Ahnung, was mich jetzt gesehen haben will, aber ist egal. Einsammeln bitte, danke. Die wertvollen Köder, die brauche ich alle zum Füttern. Das ist zumindest eine gute Sache. Ja, jetzt muss ich wirklich überlegen, wie ich da hinkomme. Ist das nervig. Ich meine, theoretisch könnten wir erstmal zumindest unsere Gesundheitsvorräte auffüllen, damit wir also die Flaschen auffüllen, weil wir sonst irgendwann mal voll am Arsch sind, was das angeht. Oder so ähnlich. Ja, ich habe keine Fäule-Essenzen mehr, weil ich bin fertig mit dem Mist. So. Ich weiß nicht mehr, wie das genau ging. Also wie ich da ganz genau dran komme. Ach so, Moment, habe ich gedacht, der rennt an mir vorbei. Wäre auch in Ordnung gewesen, hätte ich nichts gegen gesagt, aber naja. Scheinbar komme ich von hier aus ja gar nicht dran, das ist gut. Hallo? Und auf Wiedersehen. Au. Völlig unnötig. Ist das ein anderer Wasserfall als der gegen... Ja, tatsächlich. Ich hätte gedacht, das ist derselbe Wasserfall wie beim Shishiman. Aber augenscheinlich ist es ein anderer. Hat ihm jetzt echt gefolgt? Ist das jetzt sein Ernst? Irgendwie... Irgendwie kriege ich es nicht hin, diese Dinger zu kontern, warum auch immer. Ich bin zu doof, deren Blitze zu kontern, aber ich will hier auch gar nicht sein. Zumindest nicht... Nee, nicht die Seite, ich will die andere Seite, danke sehr. Ich will hier lang. Ich glaube, das ist richtig. Zumindest um hier hochzukommen, dafür ist es schon mal richtig, das ist gut. Das ist allerdings nicht hoch genug für das, was ich eigentlich will. Es ist ein großes Problem, dass ich nicht mehr weiß, wie ich dahin komme, wo ich hin will. Au. Ja, ich bin gerade ernsthaft so ein bisschen überfragt, wie ich da hinkomme. Vielen Dank, Spiel. Ich meine, kann das Spiel nicht unbedingt was für. Dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin und wie ich irgendwo hinkomme. Die ist entweder tot oder schläft immer noch. Da ich durch sie durchlaufen kann, muss ich ja eigentlich davon ausgehen, dass sie tot ist. War das durch ein anderes Schwimmbecken? Nein. Ich bin doch schon mal von da oben gekommen. Ich erinnere mich absolut nicht mehr. Problem ist, das macht mir das jetzt alles nur noch komplizierter, weil ich eigentlich jetzt in dieser Folge eben schnell noch zum Karpfen wollte und jetzt wieder vergessen habe, wie ich da hinkomme. Das ist doch nicht schön. Oder halt die Umkehrfrage, muss ich überhaupt dahin? Also nach da oben drauf. Ich glaube, die Antwort darauf ist tatsächlich ja. Von hier aus nicht da drauf komme oder so ähnlich. Ich glaube ja. Ah, Gott, verdammt noch eins. Wie komme ich da wieder drauf? Ich habe es wieder vollkommen vergessen. Das nervt mich geradezu.
Ich hab's komplett vergessen. Ich kann ja leider schlecht hier so einen zigtausenden Wandsprung machen oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vom Fressplatz des Karpfen dahin kam oder so ähnlich. Ich meine aber, die Antwort darauf wäre nein. Aber vielleicht ist es ein Ja und ich hab's auch wieder vergessen. Wem würde es wundern, wenn ich heutzutage noch was vergessen habe hier? Einen noch weiter, bitte danke. Karpfen mit Karpf ist da unten und schwimmt halt durch die Gegend. Ich glaube, hier gibt es aber keinen anderen Weg zu gehen. Ja. Das ist ein toller Part. Ich geister durch die Gegend und habe keine Ahnung mehr, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Das ist immer gut. Hurra, hurra, der Kommi weiß nicht, wie er irgendwo hingeht. Jetzt bin ich wieder hier oben. Das hilft mir halt leider nicht. Ja. Gut. War halt auch eben nicht gut. Muss ich tatsächlich nochmal nach da rechts gehen und gucken. Irgendwo da war doch ein Weg, wie ich nach da oben kommen konnte. Oder irre ich mich? Ich war der Meinung, ich wäre mal da oben gewesen. Aber wenn ich mal da oben gewesen wäre, dann wäre hier die Frage, wie ich von hier nach da rechts gekommen wäre. Augenscheinlich ist die Antwort gar nichts. Danke. Muss ich gleich den Part unterbrechen und schneiden, beziehungsweise den Weg herausfinden, weil das geht ja gar keine Kuh aus hier. Das ist ja gerade eher langweilig als sonst was. Ist ja auch nichts. Von hier komme ich ja nirgendwo hin. Außer da oben. Dann kann es sein, dass ich das da machen soll. Uah. Möglich ist es. Wenn das das Gewollte allerdings ist, dann weiß ich auch nicht. Zumal ich, wenn von hier wahrscheinlich eher daneben springe. Ich kenne mich ja. Ja, yay. Mal abgesehen davon, dass ich nicht gesprungen bin, aber... ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ja, nee, bevor ich hier noch mehr Zeit verschwende, werde ich mir den Weg nochmal rauspicken. Und euch beim nächsten Mal wiedersehen zum großen Karpfen füttern und oder Mini-Dinger machen. Oh, yeah.